Vergangenen Tagen gab es bei der MSO folgende Änderungen. In Richtung Kupjansk werfen die Streitkräfte der Ukraine weitere Kräfte, um die Offensive zu entwickeln. Russische Truppen brachten Tawajanka unter ihrer Kontrolle. Der Feind verschanzte sich jedoch in Glinikowka, wo er ständig Reserven durch die Überquerung von Borodok nachschickt. Nachdem die Streitkräfte der Ukraine erhebliche Verluste erlitten hatten, mussten sie ein zusätzliches Bataillon nach Glinikowka zwecks weiterer Brückenkopfverweiterung nachschicken. Die ukrainische Gruppierung hat einen ständigen Nachschub aufgebaut, solange genügend Reserven vorhanden sind. Die Verwundeten von der ukrainischen Seite werden mit Mi-8-Hubschraubern aus dem Gebiet geholt. Außerdem kommt eine konstante Versorgung aus Schewtschenkowa nach Kupjansk. Russische Truppen wehren die Angriffe ab. In Richtung Krasny Liman finden heftige, blutige Kämpfe statt. Der Feind setzt hier eine ganze Kraft in den Kampf. Von Losowoja aus erweitert die ukrainische Gruppe die Kontrolle des Territoriums und nähert sich Baraweja. Zuvor kam Pesky-Rytkowskaja unter die Kontrolle der WSU. Östlich von Losowoja durchbrach der Feind die zweite Verteidigungslinie russischer Truppen. Infolgedessen eroberte er Karpowka, Redkodup und Nowaja. Das russische Kommando brachte die 20. Separate Armee in die Schlacht. Darin ertönte der Befehl stehen bis zum Tod. Dank der Truppen der 20. Armee kehrten Nowaja und Karpowka zurück. Das ukrainische Kommando stellt sich eine ehrgeizige Aufgabe, auf die Straße Borowaja-Svjatowo zu kommen. Nach der Eroberung von Svjatowo, dessen Eroberung die Verteidigungsstellung der russischen Truppen in Limansk-Kupjansk-Richtung erschweren wird. Das russische Kommando versteht den Plan und schlägt hartnäckig die auf ukrainische Truppen ein in Redkodup und Lasowaja ein, um den Angriffsimpuls abzufangen und die Zeit zu gewinnen, um eine neue Verteidigungslinie nördlich von Redkodup zu erstellen. In Drobyschowo halten die Militäreinheiten Baas den fünften Tag feindlichen Druck zurück. Im Gebiet Schyrowo starteten russische Truppen einen Raketenangriff und fügten dem Feind erheblichen Schaden zu. Die Streitkräfte der Ukraine mussten einen weiteren Angriff auf Krasny Liman verschieben. Ukrainische Artillerie beschießt weiter Zivilisten in Donetsk. Die Bezirke Kuibyschewski und Waraschilowski wurden angegriffen. Es gibt Tote. Donetsker Bataillon Sparta zerstört feindliche Stellungen bei Opetne. Die russische Luftverteidigung hatten eine türkische Bayraktar-Drohne über dem Kachowka-Stausee abgeschossen. Vorgestern Abend ist eine ukrainische Rakete auf dem Markt in Nowa Kachowka geflogen. Etwa 20 Geschäfte wurden beschädigt. In Richtung Nikolajew Krivoj Rog keine Änderung. Der Feind baut Kräfte für die kommende Offensive auf. Der stellvertretende Verteidigungsminister General Dmitri Bulgakow, der für die Versorgung zuständig war, wurde entlassen und durch General Michael Mysintsev, der für Mariupol zuständig war, ersetzt. Ehemaliger General des Verteidigungsministeriums Andrei Gorolew äußerte sich darüber: „Ich bin sicher, dass Mischa in der Lage ist. Er ist ein richtiger Mann und sehr klug. Er wird unseren Nachschub endlich in Ordnung bringen. Also lasst uns ihm gratulieren."